Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wir haben in der letzten Folge dem King ein bisschen geholfen. Wir haben jetzt was gut bei ihm. Und er hat uns hier zu Mick and Ralph geschickt, denn da soll uns geholfen werden, in den Strip zu kommen. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch mal eben rein. Ja? Und schauen einfach mal, was da abgeht. Da. Hallo. Wenn Sie Waffen suchen, dann sprechen Sie mit Mick. Ansonsten habe ich ein nettes Inventar an allgemeinen Waren und ein paar Spezialdienste. Ich glaube, genau die brauche ich. Denn der King sagte, dass Sie mir ein Pass für den Strip besorgen können. Einer seiner Jungs kam rein und sagte mir, dass Sie sein Wohlwollen haben. Sie haben Gutes für die Stadt getan und sich einen Pass verdient. Bitte sehr. Danke. Ich würde gerne noch was kaufen, bevor ich gehe. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Mal gucken, was hat der denn? Chlorgasbehälter, Mal gucken, was hat der denn? Hydra? Körperteil wiederherstellen, okay. Nuka Cola hat er zufälligerweise? Nee, hat er nicht. Ja, schade, das wäre natürlich cool gewesen. Stimpaks, geil. Naja. Hab ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich glaube nicht wirklich. Wobei, ich habe 2 Granatwerfer, oder? Warte mal. 40 mm und das Ding. 40 mm, den könnte ich verkaufen. Weil ich habe ja noch den Söldner-Granatwerfer, der macht halt ein bisschen mehr Schaden, ne? Deswegen verkaufen wir den. Akzeptieren. Und adios. Danke. Ich gehe jetzt erstmal. Was ich jetzt noch. Warte mal, was ich noch machen kann. Ist mich freuen, dass das Spiel abgestürzt ist. Okay, gut. Dann haben wir also auch das Ding. Ich bin gerade am Überlegen. Ich mal eben hier hingehe. Oh. Weil die kaminrote Karawane, da sollten wir ja auch hin. Könnte man also versuchen. Ja, Tor ist aufgegangen, zugegangen, whatever. Was machen die? Scheiß. So, ich würde mal sagen, komm, gehen wir mal zur kaminroten Karawane. Mal gucken, was wir da machen können. Bestimmt ganz tolle Dinge. Und hier in dem Fond drin, ne? Oh. Schauen wir mal. Also eigentlich will ich da auch nur hin wegen der einen Ollen, ne? Da. Mal gucken. Ich will eigentlich gar nichts für die machen. Ich will nur die eine. Und das Spiel funktioniert hier nicht. Da sind wir bei der kaminroten Karawane, ey. Das ist. Da bist du? Hey, wie geht's? Hier ist der Rest der Bezahlung, die ich Ihnen in Good Springs versprochen habe. Werden Sie das sagen? Ach, Ringo. Ah, jetzt erinnere ich mich. Alice McLafferty ist Chefin der kaminroten Karawane. Sie finden sie drüben im Hauptbüro. Alles klar. Und was sind die Regeln? Das ist ein Spiel für 2 Spieler. Der Sieger bekommt den gesamten Einsatz. Ach, komm hier, Spiel Karawane am Arsch. Nee. Da habe ich gar keinen Bock. Aber keine Zeit, tut mir leid. Und tschüss. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache, ehrlich gesagt. Wir können mal mit der Alten reden, wenn ich die finde. Blake. Hallo. Hi. Einfach mit ihm reden. Einfach mit ihr reden. Guard Barracks, okay. Was haben wir hier? Main Office, da ist es doch. So. Ah. Willkommen bei der Karminroten Karawanenkompanie, Zweig Hallo. New Vegas. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne mehr über die Karminrote Karawane erfahren. Sicher. Was wollen Sie denn wissen? Wie lange sind Sie schon im Geschäft?
Die Karminrote Karawanenkompanie ist seit 130 Jahren im Geschäft und mitverantwortlich für den Fortschritt in der RNK. Hat die Karminrote Karawane irgendwelche Konkurrenz? Nun, die Waffenschieber beherrschen den Waffenmarkt und mormonische Händler aus New Canaan kontrollieren den Großteil der nördlichen Routen. Sie sind gut angezogen für diesen Ort. Üblicherweise kümmere ich mich um unsere Unternehmung im Hub in Kalifornien. Aber der New Vegas-Zweig bleibt zu weit hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der Bedingungen hier ist mir auch klar, warum. Aber das werde ich schon bald genug ändern. Gut, dann war's das. In Ordnung. Ich suche Arbeit, eigentlich nicht, aber ich suche trotzdem Arbeit. Leider haben wir aktuell keine freien Stellen für Karawanentreiber oder Wachen. Aber ich bräuchte einen Boten. Ah. Gut, was muss ich denn machen? Geben Sie Dr. Hildern diese Rechnung. Sie finden ihn im Camp McCarran. War mir eine Freude. Was ist das denn? Willkommen zurück. Warum wird die mir die ganze Zeit angezeigt? Naja, ist ja egal. So, dann gehen wir wieder raus hier aus dem Haus und schauen mal kurz auf unsere Aufgaben. Verlass dich auf mich. Naja. Mehr oder weniger, ne? Camp McCarran, da war ich noch nicht. Dafür, ach guck mal, das ist aber gut. Dafür muss ich sowieso in den Strip direkt, ist das nicht am Nordtor? Also, so. Wir gehen ja jetzt einfach mal wieder in die Stadt. Wir müssen ja eh zum Strip. Und dann können wir das hier abgeben und dann ist schön. Dann mache ich auch, glaube ich, echt keine Nebenquests mehr. Wenn ich sie annehme, gut, dann nehme ich sie halt an, aber machen tue ich die, glaube ich, auch nicht mehr, weil das ist mir einfach zu nervig alles. Immer dieses Abgestürze, ey. Kriegst du da echt eine Macke? McLafferty ist eine harte Chefin, aber sie weiß auf jeden Fall, was sie da tut. Ah. Interessiert mich überhaupt nicht. Warum sagst du mir das? Da ist kein Zugang, aber kann ich da rein? Auch wenn da kein Zugang ist? Das ist ja egal. Im Zweifel interessiert mich das ja nicht. Im Zweifel interessiert mich das ja nicht. So, speichern. Und rein nach Freeside. So, ging jetzt schneller als gedacht. Yoga. Geht gleich weiter. So. Okay, wir haben jetzt den Ausweis für den Strip. Das heißt, wir kommen da auch easy peasy lemon squeezy rein. Und könnten dann ja das mit abgeben. Aber ich weiß nicht genau. Na. Wir machen einfach mal das hier. Ich gehe dem jetzt einfach nach, ganz ehrlich, ne? Was soll's? Was soll's denn? Ach, guck mal, die Ratte läuft immer noch rum. Sehr schön. Muss ich erst mal gucken, wo wir... Ach, da hinten durch, ne? Ja. Ich glaube, schön, da ist wieder Local. Guten Abend. Hi. Ach, hier war es durch, genau. Okay, ich habe die 2000 Kronkorken zwar immer noch nicht, aber wie gesagt, ich habe ja dadurch, dass ich jetzt den Pass habe, der gefälscht ist, ich habe keine Ahnung. Einen Pass. Und dadurch müsste ich da eigentlich reinkommen können, oder? Naja, schauen wir mal zumindest, ne, ob das so ist oder nicht. Wäre schon eine tolle Sache. Dann sind wir nämlich auch endlich mal nach, keine Ahnung, ich glaube 27, 28 Folgen beim Strip angekommen. Und da wird... Oh, was ist denn hier los? Und da wird sich einiges... ein bisschen was des Spiels wird sich hier abspielen. Muss halt dann noch ein bisschen leveln und ja...
Damit ich dann irgendwann auch mal die DLCs machen kann. Oh, guck mal, der ist gut. Ja, Mensch, das ist ja doof. So, yo, Bro, was geht? Unterziehen Sie sich einer Bonitätsprüfung und zeigen Sie Ihren Ausweis. Moment, Ausweis. Ich habe einen Ausweis. Danke, Sir. Sie können weitergehen. Vielen Dank, Mann. Ach, ist das schön. Ich darf nach hier, ne? Auf den Strip. Ist das nicht schön? Ich freue mich. Ich freue mich so doll. Howdy, Partner. Sie haben eine lange Reise hinter sich, was? Willkommen in New Vegas. Was machen Sie denn hier? Betrachten Sie mich als Ihr persönliches Begrüßungskomitee. Aufgemerkt. Der Obermacker von New Vegas, Mr. House, will Sie unbedingt kennenlernen. Gehen Sie einfach zum Lucky 38. Das ist dieser riesige Turm, der verdächtig nach Roulette aussieht. Na gut, Moment. Warum gibt ein Roboter diese Einladung weiter? Sehen Sie, Mr. House hat uns Securitrons hergestellt. Da kann ich doch zumindest seine Nachricht weiterleiten. Trödeln Sie nicht, erwartet. Ja gut, aber ich habe gerade noch was anderes zu tun. Hier ist der Strip, man sieht, hier geht die Party ab, ne? Hier geht die Party einfach nur ab. Hier sind... Warum sagen die alle Schienenbahn? Zeit für ein wenig Glück. Hey, Sie! Kleiner Rat von mir. Sie sehen aus, als könnten Sie etwas zum Schutz gebrauchen. Ich kann Ihnen da vielleicht weiterhelfen. Womit ich handle? Mit allen möglichen Waffen, die leicht zu verbergen sind. Ich hab da gar nicht gefragt. Damit kommen Sie problemlos in jedes Casino. Hm. Und warum sollte ich eine Waffe an meinem Körper verstecken müssen? Warum? Ganz einfach. Man darf keine Waffen ins Casino mitnehmen, darum. Die nehmen einem alles ab. Sie sagen zwar, dass man später alles wiederbekommt. Aber ich habe lieber eine kleine Versicherung dabei, wenn meine Kronkorken auf dem Tisch liegen. Na gut, das schaffe ich nicht. Nein, danke. Wie Sie meinen. Ist nicht meine Schuld, wenn Sie irgendwann als... Ja. Zug! Ein Zug! So, die tanzt für ihn hier anscheinend. Wenn du Bock hast, dann gib mir mal was Süßes. Am liebsten würde hey, ich Baby! Okay. Gefällt dir das? So, die ist ja auch hart am Rumdancen. Hallo. Streifen wird fortgesetzt. Okay. So, hier ist es Lucky 38, aber bevor ich da reingehe, will ich Benny finden. Und dazu müssen wir ins Tops gehen. Ist das hier drin, ne? Da ist das Tops, alles klar. Dann wollen wir doch mal schauen, ne? Das ist doch immer nur so eine ganz kleine Abschnitte, wo so zwei, drei Sachen rumstehen. Also hier können wir auch noch mehr machen. Ich glaube, hier war auch irgendwas noch. Bin mir nicht so sicher. Aber wir gehen erstmal hier rein. Und gucken mal, ob wir Benny finden. Oder aber auch nicht. Nein, es ist doch nicht abgestürzt. Ich bin... Doch, es ist abgestürzt. Juhu. Ich muss Sie bitten, mir all Ihre Waffen auszuhändigen. So. Ich bin wieder zurück. Ich habe gerade geladen, da hat er mich direkt angelabert, weißt du? Ah, so. Okay. Ah, das geht mir so auf den Sack. Okay, erstmal fragen. Wow. Hey, warum brauchen Sie meine Waffen? Hä? Sicherheit, Baby. Man kann kein Brot backen, wenn die Bäcker voller Blei sind, nicht wahr? Keine Angst, Mr. House bürgt für Ihre Sicherheit. Nun, soll ich ihm meine Waffen geben? Klar. Locker und lässig, so gefällt mir das. Keine Sorge, bei uns sind Sie absolut sicher, bis Sie wieder gehen möchten. Oh, und ein Rat unter Freunden. Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Waffen finden, tragen Sie sie nicht offen. Alles klar? Da wir dieses kleine Geschäft erledigt haben... Was kann ich tun, damit Ihr Aufenthalt im Tops auch tatsächlich top wird? Okay, Moment. Ich bin sicher, solange ich das verlassen, also bis ich es verlassen möchte, das heißt, dann bin ich nicht mehr sicher, oder was? Das ist klar. Und wo haben Sie meine Waffen hingebracht? Entspannen Sie sich. Denen passiert nichts.
Wir bewahren sie in der Bank im Obergeschoss auf, direkt neben dem Geld. Sie sind bestens geschützt. Was kann man hier ansonsten machen? Alles, was ihr kleines Herz begehrt. Sie zocken gerne? Volltreffer. In beiden Flügeln gibt es Karten, Automaten, was auch immer sie wollen. Hungrig, durstig? Im Restaurant beim linken Flügel finden sie das beste gastronomische Angebot in Vegas. Oder haben sie eher Lust auf eine Show? Das Aces Theater im Obergeschoss bietet stets heiße Attraktionen. Sollten Sie nicht verpassen. Ja, alles klar. Viel Spaß, Baby. Ja, Baby. Ich speichere erstmal, Baby. So, gut, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe keine Waffen mehr, aber das macht nichts. Hi. Schön, Sie wiederzusehen. Kennen wir uns? Willkommen im Tops. Was kann ich heute für Sie tun? Ach so, von gerade. Wer sind Sie? Sie waren schon länger nicht mehr auf dem Strip, was? Mein Name ist Swank. Das hier ist mein Laden. Ah, ich dachte, dass Benny diesen Laden leitet. Benny ist Geschäftsführer, klar. Aber ich bin fürs Tagesgeschäft zuständig. Ich bin seine rechte Hand, verstanden? Ah, okay. Nettes Plätzchen hier, erzählen Sie... Nee, ich will gar nichts wissen. Ich denke, Sie sollten etwas über Benny erfahren. Tatsächlich? Sie haben was über den Big Boss zu sagen, was? Warum sagen Sie es ihm nicht einfach ins Gesicht, anstatt mich hier voll zu sabbeln? Oh, gerne. Kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass es Ihnen gefallen wird. Sieht aus, als ob Benny sein eigenes Spiel spielt. Was? Wovon reden Sie? Benny wollte mich umbringen und hat den Platin-Chip gestohlen, den ich ausliefern sollte. Das ergibt keinen... Warum sollte er sowas machen? Ja, keine Ahnung. Haben Sie sonst noch was im Angebot? Stimmt, er wollte es wie einen Zufall aussehen lassen. Was für ein Zufall, nicht wahr? Naja, nur ein Raubmord irgendwo im Ödland. Er versucht, den Obermacker übers Ohr zu hauen? Verrückter Dreckskerl. Haben Sie sonst noch was? Jetzt wird's langsam schwierig. Nein, achso. Nein. Anscheinend habe ich noch weitere Beweise, die... Also, ne, dass er mich umbringen wollte und so. Ja. Und was sonst noch? Ich habe keine Ahnung. Hier, ich habe diese Zigarettenkippen bei dem Grab gefunden, in dem er mich verscharrt hat. Hm. Ja, okay. Das ist Bennys Marke. Und die ist nicht wirklich verbreitet. Haben Sie sonst noch was? Na, eine Sache. Dieses Feuerzeug habe ich in Boulder City gefunden. Er hat es beim Mord an seinen Partnern verloren. Stimmt. Sieht wie Bennys Feuerzeug aus. Ja, ja. Trotzdem, kein überwältigender Beweis. Oh, verdammt. Haben Sie sonst noch was? Das war's. Heilige Scheiße, da haben wir wohl ein echtes Problem. Ich kann gar nicht glauben, dass Benny so ein Wichser ist und Haus benutzen will. Wissen Sie was? Ich rufe Benny an und halte ihn von seiner Suite weg, damit Sie sie durchsuchen können. Hier, der Schlüssel. Sie ist im 13. Stockwerk. Das Zimmer mit der Doppeltür. Können Sie nicht übersehen. Vielleicht finden Sie etwas, was wir Mr. House zeigen können, damit Benny verhaftet wird. Okay, aber was ist, wenn wir ihn sofort ausschalten? Ihn ausschalten? Jesus. Okay, wenn das Ihrer Meinung nach die beste Methode ist, ich schicke ihn auf sein Zimmer. Dort können Sie ihn überfallen. Und keine Sorge wegen der übrigen Vorsitzenden. Um die kümmere ich mich. Passen Sie aber auf Bennys Leibwächter auf. Okay. Hier ist Ihr Zeug, falls Benny sich wehren will. Ich sage den Jungs, dass sie ihnen die Waffen nicht abnehmen sollen. Dann mal los. Die Aufzüge sind hinter den Spielautomaten. Zu ihrer Rechten. Alles klar, Mann. Du bist ein korrekter Bursche. Hallo. Hi. Wie geht's? Hi, Stuhlmann. So, hier Spielautomaten. Wuhu! Wir zocken jetzt erstmal eine Runde, würde ich sagen. Wo sind die Aufzüge? Ich habe keine Ahnung. Wer bist du? Du bist irgendein Typ. Kann man hier zocken? Ich will zocken. Ja, zocken. Hallo, Baby. Wie läuft's denn so? Hier kann man gar nicht zocken, was für ein scheiß Saftplan, ey. Kann ich hier in den Automaten zocken? Ich will zocken. Kann ich nicht, verdammt. So, wo sind die Aufzüge jetzt? Hier drinnen ruckelt's auch ein bisschen, aber das macht ja nichts. Guten Abend. Hallo. Da hinten sind die Aufzüge. Ich speichere nochmal eben und dann fahren wir da mal so hoch, ne? Hier ist kein Zugang, verdammt. Warum ist denn überall kein Zugang, ey? Was sind das für komische Aufzüge? Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Ah. Alter, ich kann die alle gar nicht benutzen, Mann. Ah. Einen einzigen kann ich benutzen und der führt mich natürlich direkt zum 13. Stock. So, das Zimmer mit der Doppeltür hat er gesagt. Alles klar, aber erstmal... Nee, okay, hier würde ich klauen, das wollen wir natürlich nicht.
Ich werde erstmal speichern und jetzt hier reingehen. Jetzt muss man natürlich alles durchsuchen, ne? Klar. No? No. Sind wir hier? Geld? Ja. Oh, das war ein schönes. Schönes Zimmerchen. Oh, Negligé hat er da doch. Aber auf dem Klo dürfte nix sein. Oha. Hi. Wer bist du? Hallo. Schön, Sie zu sehen. Was kann ich heute für Sie tun? Was machen Sie hier? Gute Frage. Meine Aufgabe ist es, das Datennetzwerk von Mr. House zu überwachen und seine verschlüsselten Sendungen zu dekodieren. Das hast du überhaupt gar nicht gesagt, laut Untertext. Naja. Ja, Saga, was für ein Name ist das denn? So nannte mich Benny immer. Wahrscheinlich, weil ich darauf programmiert wurde, so hilfsbereit zu sein. Ah. Hast du Benny gesehen? Er war vorhin noch da. Wahrscheinlich ist er jetzt unten auf der Casino-Etage. Sie können hier auf ihn warten, wenn Sie wollen. Ich kann Sie nicht bitten zu gehen. Benny hat mir einen Platin-Chip gestohlen. Weißt du, wozu er dient? Sicher. Benny hat ihn mir einige Male gezeigt. Es ist ein Datenspeicher, so eine Art Holoband, aber viel fortschrittlicher. Und was den Inhalt betrifft, in Datenübertragungen von Mr. House klang es so, als könne man mit dem Chip irgendein Upgrade seiner Verteidigungssysteme vornehmen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Der Chip hat ein eigenes Format. Sie bräuchten besondere Hardware, um den Inhalt lesen zu können. Im Netzwerk gibt es zwei Orte mit Nicht-Standard-Hardware. Das Lucky 38 und eine Einrichtung unter dem Fortification Hill. Dort würde ich suchen. Und was hat Benny mit dem Chip vor? Oh, er will Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Damit sollte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House erhalten. Vor allem über die Securitrons. Und dann mache ich, was Benny sagt. Du bist ja sehr freizügig mit diesen Informationen. Ich wurde programmiert, um zu helfen und alle Fragen zu beantworten. Allerdings hat wohl keiner erwogen, den Kreis der Fragenden einzuschränken. Ja. Was wäre, wenn ich Bennys Plan umsetzen wollen würde? Dann müsste ich ihnen helfen. Offensichtlich will Benny das nicht, aber es ist nicht mein Fehler, dass ich nicht Nein sagen kann. Das ist korrekt, ne? Und was sind die Einzelheiten des Plans? Oberstes Ziel ist es, Mr. House auszuschalten und meine neuronale Rechenmatrix im Zentralrechner des Lucky 38 zu installieren. Ihnen als Neuankömmling würde ich auch noch empfehlen, sich mit den Stämmen der Region vertraut zu machen, sodass Sie sie besser einordnen können. Bis Sie all das erledigt haben, sollte die Legion kurz vor dem Angriff auf den Hooverdamm stehen. Und wir werden die letzte Phase des Plans einleiten. Mal angenommen, Mr. House hätte einen Unfall. Wie würde das passieren? Da muss ich eine Wissenslücke einräumen. Ich war noch nie im Lucky 38. Das hat noch niemand geschafft. Aber Mr. House ist dort drin. Es ist der zentrale Knoten seines Netzwerks. Nun, ich wurde eingeladen, das Lucky 38 zu besuchen. Wow, wissen Sie eigentlich, wie besonders das ist? Ein echter roter Teppich. Es mag etwas gemein scheinen, seine Einladung derart gegen ihn zu verwenden, aber es ist sicher zum Wohle der Allgemeinheit. Benny hat immer nur darüber geredet, wie er ins Lucky 38 hineinkommt, aber Sie haben das Problem bereits gelöst. Beeindruckend! Was Sie jetzt noch brauchen, ist der Platin-Chip. Sie wissen doch, der, für den Benny einen Kurier in der Nähe von Good Springs umbrachte. Was weißt du über den Kurier, den Benny erschossen hat? Ich wusste, dass er den Platin-Chip trägt. Und ich wusste genau, wo Benny auf ihn warten müsste. Darum hat mich Benny hierher gebracht, um die Datenübertragungen von Mr. House zu überwachen. Sie sind kodiert, aber ich bin ein guter Entschlüssler.
Wussten Sie, dass Mr. House allein letztes Jahr 812.545 Kronkorken für die Bergung des Platinchips ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder dass es 7 Kuriere gab, von denen 6 Müll trugen? Wie wäre es mit genauen Routen und Informationen über die Söldner, die sie beobachteten? Ich wusste das alles. Ziemlich schlau, oder? Nun, ich bin der Kurier, den Benny erschossen hat. Ich weiß, dass das nicht stimmt, denn Sie haben ja Ihren Kopf noch. Ja, aber ich meine es trotzdem ernst. Das ist nicht lustig, so ein Kopfschuss. Ich hätte wirklich nicht so stolz auf diese Planung sein sollen, oder? Jetzt fühle ich mich richtig mies. Wo ist der Platin-Chip? Benny trägt ihn immer bei sich. Er ist wohl so paranoid zu glauben, dass ihm jemand ihn wegnehmen könnte. Der Platin-Chip ist der Schlüssel zur Überbrückung und Ausnutzung der Sicherheitssysteme von Mr. House. Sagte ich gerade Ausnutzung? Das ist kein sehr schönes Wort. Okay, sobald ich den Platin-Chip habe, was passiert dann? Ich würde ihn an Ihrer Stelle sofort zu Mr. House bringen. Dann glaubt er, Sie helfen ihm. Und wenn er sich umdreht, kaum! Er könnte ja seine Verteidigungsmittel sofort verbessern oder sogar neue freischalten. Und mit diesen Verteidigungs-Upgrades könnte es schwieriger werden, ihn auszuschalten. Schwer zu sagen. Es liegt an Ihnen. Melden Sie sich, wenn alles bereit ist und ich rolle ins Lucky 38. Habe ich mit dem Chip recht, kann ich mich auf dem Zentralrechner installieren. Das wird großartig. Ich werde Ihnen helfen, so viel zu erreichen, ob ich nun will oder nicht. Sollte ich diese Stämme fragen, ob sie ein unabhängiges Vegas unterstützen würden? Oh, das meinte ich nicht. Wer braucht schon deren Unterstützung? Die Securitrons sind alle Unterstützung, die Sie benötigen werden. Ich meinte, dass Sie sich mit diesen Stämmen vertraut machen sollten und entscheiden, welche Sie mögen und welche nicht. Es geht um die Zukunft von Vegas. Wählen Sie Ihre Nachbarn. Wenn Ihnen ein Stamm gefällt, dann lassen Sie ihn in Ruhe. Und wenn ein Stamm böse ist oder ein Problem werden könnte, dann löschen Sie ihn einfach aus. Es ist alles Ihre Entscheidung. Auch gut. Welche Stämme sollte ich denn besser kennenlernen? Davon gibt es viele. Einige haben Sie vielleicht schon kennengelernt. Etwa die Vorsitzenden. Sie sollten unbedingt die anderen Familien auf dem Strip besuchen. Also die Omertas und die Feinschmeckergesellschaft, um mehr über sie zu erfahren. Auch abseits des Strips gibt es wichtige Gruppen, wie die Rumser, die Großkane und die Stählerne Bruderschaft. Sprechen wir über die Stämme, die ich besser kennenlernen sollte. Aber sicher, fragen Sie. Was weißt du über die Rumser? Das müssen wirklich üble Leute sein. Ich habe noch nichts Gutes über sie gehört. Sie schießen mit ihrer Artillerie auf jeden, der sich ihrer Siedlung auf der Nellis Air Force Base nähert. Wenn das nicht unhöflich ist. Wenn man sie aber davon überzeugen könnte, mit ihren dicken Dingern Richtung Legion oder RNK zu rumsen, wäre das wieder eine praktische Sache, oder? Mhm. Okay, ich melde mich wieder bei dir bezüglich der Rumser. Nehmen Sie sich alle Zeit. Kann ich... Ja. Erzähl mir was über die Großkane. Die Kane sind einfach schmutzige Leute. Sie leben in Zelten wie Tiere. Und sie sind sehr unhöflich. Sie wurden viel durch die Gegend gescheucht, aber niemand hat sie fertig gemacht. Bis jetzt jedenfalls. Wie sind die Kane herumgeschubst worden? Sie waren einer der Stämme, den die 3 Familien aus Vegas vertrieben haben. Das ging nicht ohne Verluste. Also ließen sie sich in Bitter Springs nieder, waren aber so aufsässig, dass die RNK noch ein paar mehr von ihnen töten musste. Dann siedelten sie im Red Rock Canyon. Man wird sie einfach nicht los. Ich brauche da noch ein bisschen Zeit, ne? Sie bestimmen das Tempo. Na klar. Was weißt du über die Omertas? Ich erinnere mich, dass Benny eine Empfangsdame im Gomorrah für Informationen bezahlte. Vielleicht weiß sie etwas. Weißt du noch etwas anderes über sie? Nur, dass Benny sie nicht mochte. Er sprach immer wieder davon, dass man ihm nicht trauen könne. Und das sagt jemand wie Benny. Er hasste ihr Casino, hielt es für geschmacklos. Und er meinte, sie hätten etwas vor. Denn das wäre immer so. Na, werd sie mal noch ein bisschen untersuchen. Wann immer...
So, was gibt's über die Feinschmeckergesellschaft? Soweit ich das verstehe, sind sie einfach köstlich. Sie sind kultiviert, sauber und unheimlich höflich. Benny mochte sie aber nicht. Er hielt sie für gruselig. Ich lass dich wissen, wenn ich fertig mit der Bewertung der Feinschmeckergesellschaft bin. Hetzen Sie meinetwegen nicht. Ich habe eine flexible Zeitplanung. Kann ich sonst irgendwie helfen? Ja, was ist mit der stählernen Bruderschaft? Nach den Daten von Mr. House hat er einige Securitron-Kundschafter in der Nähe von Hidden Valley verloren. Telemetriedaten zeigen, dass sie mit Energiewaffen angegriffen wurden. Mr. House vermutet die Bruderschaft hinter den Angriffen. Dort muss sich ein ganzer Haufen von ihnen eingegraben haben. Wirklich kein guter Ort für einen Roboter. Und was ist sonst noch über die stählerne Bruderschaft bekannt? Sie ziehen in enormen Power-Rüstungen durch die Gegend und haben viele Energiewaffen. Aber es gibt eine Kehrseite. Sie sind einfach technologiebesessen. Sie glauben, alle Technologie müsse ihnen gehören. Sie werden verrückt, wenn jemand anderes sie hat. Alles in allem dürften sie wohl kein Vegas akzeptieren, das sich mit Robotern schützt. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Bruderschaft mache. Keine Hektik. So, jetzt haben wir erstmal hier alles ausgefragt, noch was anderes. Was? Das sind die Stämme. Benny hat ein Securitron umprogrammiert. Ganz allein? Oh, er hatte etwas Hilfe von einer Freundin. Sie sagte, sie würde in einem Fort in Freeside leben. Aber an mehr kann ich mich nicht erinnern. Und was ist das hier für ein Ort? Dies ist Bennys Werkstatt. Während der Renovierung des Tops hat er diese Hälfte der Etage für den Eigenbedarf absperren lassen. Man könnte sagen, das ist meine ganze Welt. Ich glaube nicht, dass ich diesen Raum je verlassen habe. Aber das macht nichts. Ich beschwere mich nicht. Und das ist gut so. Du hast etwas über einen Bunker beim Fort gesagt. Richtig. Das ist einer von zwei Orten in Mr. Houses Netzwerk mit Nicht-Standard-Hardware. Ich vermute, es gibt dort ein Lesegerät, das den Chip dekodieren kann. Und wer weiß was noch? Vielleicht einen Riesenroboter oder so etwas. Das sehe ich mir mal an. Schön. Informieren Sie mich über Ihre Erkenntnisse. Okay, das sind... Und dann... Tschüss. Kommen Sie später wieder, ja. Wenn Sie etwas brauchen. Und jetzt würde ich eigentlich noch mal kaputtes Terminal. Das ist kaputt, das ist doof. Sind die alle kaputt? Verdammt. Ja gut, wir haben den Ja-Sager getroffen. Ein super toller, hilfsbereiter Roboter, wie wir gesehen haben. Und wir haben jetzt ganz viele Sachen bekommen. Alter Schwede. Alter Schwede. Töten oder deaktivieren, was ist, wenn ich nichts davon mache? Ja. Hier kann ich die ganzen Leute kennenlernen. Einfach so. Und das ist ja die Hauptquest. Aber wir sind noch hier natürlich beschäftigt und das machen wir in der nächsten Folge natürlich weiter. Aber erstmal wollte ich mir das kleine Buch durchlesen, was ich gefunden habe. Wo auch immer das jetzt ist. Wo ist denn das? Ach hier. Dietrich und du. Die Zeitschrift für... Was ich gar nicht mehr lernen brauche, weil ich bin Dietrich auf 100. Naja, in der nächsten Folge werden wir Benny suchen, werden ihn töten, werden ihn den Plattenchip abnehmen und dann gucken wir, was wir weitermachen. Vielleicht auch noch ein paar Nebenmissionen, weil die Leute kennen und so. Mal gucken. Bis dahin auf jeden Fall. Adios.